Kandidat der AfD, mit dem sitze ich jetzt hier zusammen. Ich begrüße Herrn Tobias Teich. Würden Sie sich bitte vorstellen? Grüß Gott, Herr Schubeck. Danke für das Interview. Mein Name ist Tobias Teich. Ich bin 34 Jahre alt, aus Geisenfeld im Pfaffenhofen. Ich bin Vater einer Tochter. Beruflich, mein Hintergrund ist, ich bin Angestellter für den Bundestagsabgeordneten Johannes Huber. Ich bin tätig als Referent für sein Büro in Berlin. Ursprünglich bin ich gelernter Kaufmann, war die letzten Jahre auch selbstständig tätig. Und ich trete jetzt an für den Wahlkreis 126 für die Landtagswahl in Bayern. In Ihrer Vorstellungsrede, die ich vorher ja besuchen durfte, haben Sie sich auf Franz Josef Strauß bezogen. Wenn es die Geschichte erfordert, müssen wir Bayern die letzten Preußen sein. Ja, richtig. Ja. Provokante Frage, wie kann man als, ich nehme an, gebürtiger Eisenfelder, ein Preuße sein? Ja, besonders aus dem Munde Franz Josef Strauß wirkt das Ganze natürlich etwas bizarrer, das muss man schon zugeben. Es ist aber darauf bezogen, die positiven Aspekte, die die Preußen überliefert hat, auch die Tugenden, also Pflichtbewusstsein, Anstand, Dinge, die einfach heutzutage immer mehr abbröckeln. Das sind einfach solche Sachen, wo ich sage, da kann man wieder an sich denken und kann sagen, was ist wirklich wichtig für sich selbst, was ist wichtig für seine Familie, für sein Land, für die Zukunft. Dass man einfach sagt, wir nehmen diese Warnung, die er uns gegeben hat, damals, als er gewarnt hat vor dem bunt geschmückten Narrenschiff, das in die Zukunft segelt mit einem grünen und einem roten als Kapitän. Wir nehmen das Ganze wahr und besinnen uns auf die Werte, die uns bisher eigentlich immer gesicherte Existenz und Sozialbewusstsein geliefert haben. Haben Sie denn im Moment den Eindruck, dass wir uns auf einem bunten Narrenschiff bewegen? Ich muss im Hinblick auf die Bayernwahl sagen, also in Bayern sind wir ja glücklicherweise ausgenommen davon. Diese bunten Narrenschiffe, die da so dahin segeln, die segeln ja meistens in anderen Ländern. Ich will jetzt ja niemanden runter machen, aber es gibt es in Deutschland. Es gibt mehrere Länder, die segeln in diese Richtung. Bayern hat ja mit der CSU, diese Vormachtstellung der CSU, hat ja quasi auch irgendwo immer in der Vergangenheit keinen Raum gelassen für andere Parteien. Mittlerweile ist es allerdings so, dass diese ehemals christlich und konservative Partei, die Werte, die die CSU vertreten hat, die existieren heute bestenfalls nur auf dem Papier. Wir sehen einfach immer mehr den Verfall der Werte dieser Partei und das spiegelt sich auch wieder darin, dass man sieht, also dass andere Parteien einfach hochkommen. Das ist eine Partei, die hat Regierungsverantwortung seit eh und je in Bayern, die hat Regierungsverantwortung in Berlin und trotzdem ist das, was sie verkaufen in ihrem Wahlprogramm, trifft nirgendwo ein. Jetzt können Sie mir aber nicht ernsthaft erklären, dass das der Grund ist, weil Sie mit der CSU unzufrieden sind, weil Sie waren bisher in keiner Partei. Richtig. Wenn ich mich aber richtig erinnere, haben Sie vielleicht von zu Hause ein bisschen SPD-Einfluss mitbekommen. Ganz klar. Kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber was ist dann der Beweggrund, warum Sie sich, ich glaube, Sie sind seit 2013 bei der AfD, genau. Warum Sie sich jetzt für die Landespolitik engagieren wollen? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als echter Bürgervertreter, haben Sie in Ihrer Einführungsrede gesagt. Also, ich beginne mit der Prägung durchs Elternhaus. Natürlich, das ist kein Geheimnis. Beide Elternteile waren SPD-Wähler. Sind es vielleicht immer noch. Wir lassen das Thema aus. Meine Meinung ist meine Meinung. Natürlich unterhält man sich, debattiert das Ganze, die Geschehnisse. Man merkt auch den Unmut. Aber ich muss dazu sagen, die Meinungen der ehemaligen Sozialdemokraten sind irgendwo alle deckungsgleich. Man kriegt eigentlich mit, dass auch bei dieser Partei ein extremer Werteverfall zu verspüren war. Sozialdemokratische Arbeiterpartei, ja, das ist das nicht mehr. Es gibt weder große sozialdemokratische Elemente, aus dem Sinne der Umverteilung in alle Richtungen, noch gibt es große Einflüsse, dass man positive Erfolge für die Arbeiter erzielt. Auch die Vertreterschaft, das ist nicht mehr bunt zusammengewürfelt. Und meine Bewegung 2013, die mich zur Alternative für Deutschland gebracht hat, war eigentlich das, dass ich die, wir nennen das Altparteienlandschaft, als alternativlos angesehen habe.
Und dass mit der Alternative für Deutschland, wie sie 2013 gegründet wurde, meiner Meinung nach eine Partei ins Leben gerufen wurde, die eine wirkliche Alternative bietet zur Europapolitik, zur nationalen Politik, zur Währungspolitik. Das waren diese Punkte, mit denen wir gestartet sind in 2013. Und ich bin zur Partei gekommen, da war der Bundestagswahlkampf 2013 war noch nicht einmal begonnen. Wir haben uns damals noch entschieden, nicht für die Landtagswahl in 2013 anzutreten, um einfach unseren Fokus auf den Bundestag zu legen, was wir ja mit 4,7% im Jahr 2013 knapp verpasst haben. Aber so gesehen war für mich auch immer das Ziel, mich in der Landespolitik mal einzubringen. Weil meiner Meinung nach ist die Zeit reif für neue Ideen, aber auch für Rückbesinnung zu alten, vernünftigen Werten. Und aber auch für einen Austausch, dass man in der Politik einmal junge Leute mit jungen Stimmen und mit kritischen Stimmen wieder reinbekommt. Also wenn ich es zusammenfassend richtig verstanden habe, dann ist es die Widersprüchlichkeit der Altparteien, die Sie eigentlich jetzt in die Politik bringt. Die Widersprüchlichkeit der Altparteien und vor allen Dingen auch die teilweise, ist schwierig zu formulieren, die Gleichstellung der Altparteien. Die Unterschiede verwischen immer mehr. Man kann nicht mehr wirklich sprechen von einer wirklichen Linkspartei, man kann nicht mehr sprechen von einer Mitte oder von einer Rechtspartei. Das Altparteienspektrum hat sich komplett nach links verlagert, was man auch am besten Beispiel von der CDU sehen kann. Also diese ehemals konservative Partei ist bestenfalls noch auf dem Papier existent. Wo sehen Sie sich dann als Vertreter Ihrer Partei? Wo kann man Sie verorten? Offiziell oder in der veröffentlichten Meinung werden Sie ja mehr als, naja, völkisch-national denkend, auch mit so netten Begriffen wie, das sind ja Nazis, verortet. Wo sehen Sie sich persönlich? Es geht mir ja hier gar nicht um die AfD an sich. Das hat ja ihren Grund. Sie haben ja gerade erklärt, warum Sie in dieser Partei sind. Sondern mir geht es darum, wo sehen Sie sich persönlich und was könnten Sie als echter Bürgervertreter im bayerischen Parlament denn irgendwie voranbringen, bewirken? Ich will jetzt nicht den Begriff liberal verwenden, weil der ist meiner Meinung nach vorbelastet, besonders in Deutschland. Also mein persönliches Meinungsspektrum geht zwischen freiheitlich und zwischen konservativ. Und es kann man vielleicht am besten so beschreiben, ich bin für die maximale Freiheit für jeden Bürger, also die geringste Gängelung des Staates. Aber ich bin auch für die Rückbesinnung zu konservativen Werten und konservative Werte in der Hinsicht, dass wir uns darauf besinnen, was hat eigentlich das Nachkriegsdeutschland geschaffen? Was hat unseren Wohlstand erschaffen? Was hat uns diesen Wohlstand über lange Jahre gesichert, unseren Frieden gesichert, die soziale Absicherung gesichert? Und wollen wir uns jetzt verrennen in irgendetwas und wollen wir das, was wir über lange Jahrzehnte aufgebaut haben und was auch vor diesen Jahrzehnten, das darf man nicht vergessen, die Errungenschaften des deutschen Staates gehen ja weit zurück. Und damit meine ich nicht die berühmten Jahre, die uns oft angelastet werden, sondern die Zeit vor 1933 und vor 1914. Also Weimarer Republik? Zum Beispiel auch diese Zeit hat positive Elemente gehabt. Ich meine, es war das Ende der Monarchie, es war der Anbeginn der ersten Demokratie. Das kann man die Ausrufung des Freistaats Bayern. Vor 100 Jahren haben wir jetzt die Abschaffung der Abschaffung der Monarchie in Bayern und um den Kurt Eisner, die Bewegung, die dann die erste Demokratie in Bayern eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen hat. Und ich habe vorher gerade mal geguckt, die haben keine braunen Socken an, gar nichts. Also, dass Sie in einer Nazi-Partei wären, lehnen Sie ab, was Sie wahrscheinlich auch für sich kategorisch ausschließen, dass Sie in irgendeiner Art und Weise nationalsozialistisches Gedankengut in den Bayerischen Landtag bringen wollen. Ja, absolut. Kann ich ganz klar von mir weisen. Es gibt hier keine Rassentheorien bei uns. Es gibt hier keine völkische Agenda, die besagt, dass nur der Deutsche, der Abstammung bis was weiß ich was nachweisen kann, ein aufrechtes Mitglied der Partei oder ein guter Deutscher sein kann. Wir haben alleine schon in unserem Vorstand mehrere Mitglieder, deren Partner sowohl männlich als auch weiblich ausländische Hintergründe hat. Wir haben gemischte Familien. Wir haben in unserer Partei Interessenvertretung für Homosexuelle. Wir haben eine Interessenvertretung für Christen. Wir haben also ein breites Spektrum von Menschen, die sich hier engagieren, und es gibt Menschen wirklich verschiedener Herkunft, die sich in der AfD engagieren und die aber, das finde ich, macht den Unterschied aus, die können mit Deutschland und mit der Tradition
und mit der Kultur hier in Deutschland was anfangen. Und die sagen, für mich ist das attraktiv, für mich bedeutet das was. Ich kann die Geschichte der Deutschen, die weitaus mehr als 100 Jahre ausmachen, nicht einfach von mir weisen oder ignorieren oder sagen, ich lebe halt hier, weil ich hier soziale oder berufliche Vorteile habe, sondern für mich ist das mehr. Für mich gibt es irgendwo einen Antrieb und für mich gibt es auch irgendwas, was man erhalten mag. Und das, finde ich, ist eher das, was das ausmacht, diese Gemeinschaft. Ich bleibe aber nochmal dabei, trotzdem werden Sie außen oftmals eben ganz anders gesehen. Richtig. Wie können Sie oder wie wollen Sie dagegen steuern? Weil, so habe ich es gerade verstanden, Sie streben ja ganz was anderes an als die Sachen, die Ihnen unterstellt werden. Wobei, das möchte ich noch einfließen, selbstverständlich thematisieren auch Sie die Dinge wie Familiennachzug, natürlich, wie Ausländer. Natürlich, man muss jetzt hier ganz klar unterscheiden, was ist denn an Vorwürfen überhaupt oder was ist eigentlich, was steht denn hinter diesen Vorwürfen? Diese Thematik, dass bei uns, sobald wir das Ganze, sobald wir die Thematik legen auf Flüchtlinge, illegale Einwanderung, Asyl, Sozialstaat, dann kommt sofort einer dieser Vorwürfe. Wir begründen das Ganze nicht mit irgendwelchen fremden Herkünften. Wir berufen uns nicht auf die Volksgruppe oder auf diese Herkunft aus dem Land oder auf was immer, irgendwelche religiösen Zugehörigkeiten. Wir sagen einfach, wir sind für den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit. Wir haben auch schon gute Hilfe geleistet im Bosnienkrieg. Wir haben auch gute Hilfe geleistet im Kosovo-Krieg. Das waren alles Zeiten, in denen ich noch in der Schule war und ich kann mich noch am besten daran erinnern. Wir haben hier Asylstatus vergeben und haben Leute vorübergehenden Schutz gewährt und das ist auch absolut erhaltenswürdig. Das Problem ist einfach nur, die etablierten Parteien, und da möchte ich jetzt die Medienlandschaft als große Kraft im Land aber auch nicht ausnehmen, haben gesehen, dass die AfD als Partei eine Bedrohung für ihr bisheriges Machtgefüge darstellen kann. Das heißt, wir haben hier quasi einen neuen Spieler im Rennen. Und der schafft es aber mit neuen Positionen, mit frischen Positionen, mit Rückbesinnung auf alte Werte, die oft vermisst wurden durch viele Leute, weil die Altparteien immer mehr von ihrem Profil abgelassen haben. Die bringen das auf einmal wieder ins Rennen. Und jetzt, man hat es ja auch gesehen, wir haben knapp 13%, wir sind in den Bundestag eingezogen, haben 92 Abgeordnete, wir sind jetzt bis auf Bayern und Hessen in jedem Landesparlament vertreten. Da steht natürlich was dahinter. Man darf nicht vergessen, wir haben ja nicht nur Personen, die dann vielleicht kein Mandat mehr erringen, sondern wir haben einen ganzen Machtapparat. Diese Parteien sind ja vernetzt in vielen Kanälen. Und man versucht hier natürlich ganz gezielt unseren einzelnen Aussagen oder an bestimmten Interpretationen festzulegen und zu sagen, diese Partei vertritt ein bestimmtes Gedankengut, diese Partei ist völkisch-national, diese Partei ist, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Herr Schuberg, der Nazi-Vorwurf. Dieser völlig inflationär benutzte Begriff, er hat keine Bedeutung. Niemand von uns vertritt Positionen aus der nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Das macht niemand. So was haben wir nicht. Wir haben diese Agenda nicht. Und bei uns spielt die Herkunft in dem Sinne keine Rolle, insofern man sich mit Deutschland identifizieren kann und sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unserer Gesetzgebung, also dem Grundgesetz, bewegt. Also sind wir wieder beim Rechtsstaat. Sie haben in Ihrer Bewerbungsrede haben Sie einen Mangel an Rechtsstaatlichkeit, was Bayern anbelangt, angeschnitten und haben ihn erkannt in dieser sogenannten Gefährderwegsperrgeschichte. Was stimmt da Ihrer Meinung nach nicht? Ja. Gefährder ist übrigens kein juristischer Rechtsbegriff. Das ist richtig. Gefährder ist kein juristisch definierter Begriff. Und deswegen stellt sich auch die Frage. Natürlich, das muss man als erstes mal betonen bei dieser Frage. Gefährder, da hat wahrscheinlich jeder Bürger, der jetzt das Ganze so hört, das Bild im Kopf von einem radikalen Islamisten. Weil die werden eigentlich hauptsächlich bei uns als Gefährder betitelt und wenn der Name Gefährder fällt, dann ist die Verbindung natürlich zum radikalen Islamisten immer naheliegend. Das heißt, wir sehen jegliche Form von Extremismus und von radikalen Elementen als höchst problematisch an. Aber wir müssen auch ganz klar uns unterhalten, wer ist denn Gefährder? Wie wird man Gefährder? Was muss ich tun, um Gefährder zu werden? Und dann, wie geht man auch mit diesen Menschen um? Macht man denen einen ordentlichen Prozess und versucht man das Problem in den Griff zu bekommen? Oder
wie in diesem Reformantrag quasi vorgeschlagen, dass teilweise zeitlich unbegrenzte Haft eine Rolle spielen kann. Das ist uns zu schwammig. Wir müssen das Ganze genau definieren. Wir müssen definieren, wer ist Gefährder, was muss ich dazu tun und wie gehe ich mit dem um? Und nicht irgendwelche so schwammigen Begriffe den Leuten unterspielen. In der jetzigen Definition könnten wir beide und auch alle anderen sofort Gefährder sein. Herr Schubel. Und wir würden auf Nimmerwiedersehen in bayerischen Gefängnissen verschwinden. Ja, da mag ich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuschauer schmunzeln, aber das ist richtig. Wer ist Gefährder? Bin ich Gefährder, weil ich radikal bin, weil ich den Staat bedrohe mit Terror und Gewalt? Oder bin ich schon ein Gefährder, bloß weil ich eine abweichende Meinung vom angeblich demokratischen Spektrum habe? Ich äußere diese Meinung offiziell, ich nehme mich da nicht vor, und ich gehe zu einer Demonstration oder ich beteilige mich an irgendeiner Veranstaltung und werde ich deshalb vielleicht schon als Gefährder geführt? Bedrohe ich deswegen schon das alte Gefüge? Das ist das, was man klären muss. Und diese Vorschrift kann vielen Bürgern zum Verhängnis werden und auch die Meinungsfreiheit massiv einschränken. Und deswegen gehört sowas äußerst kritisch durchleuchtet und im schlimmsten Fall auch beim Verfassungsgericht ordentlich vorgeführt. Bleiben wir bei der Rechtsstaatlichkeit oder schwächen wir es ein bisschen ab, und zwar bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Auch das ist ja ein Anliegen, das haben Sie ja schon länger auf der Agenda bei der AfD. Genau. Die früher genannten GEZ-Gebühren, also die Zwangsabgabe, sagen andere, des Rundfunkbeitrages für jeden Bürger. Ja. Was haben Sie gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen? Prinzipiell überhaupt nichts. Ich habe weder was gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen im eigentlichen Sinne, noch habe ich irgendwas gegen die Medien, besonders nicht gegen die Mainstream-Medien. Das Problem ist einfach nur das, wie ernsthaft führen die ihren Auftrag aus? Und da mangelt es mir, laut meinem Verständnis und auch nach dem Parteiverständnis, an der Neutralität. Wenn ich, bleiben wir beim Fernsehen, nehmen wir jetzt hier mal nicht die Presse, wenn ich beim Fernsehen sehe, dass hier eine Berichterstattung objektiv stattfindet, dass berichtet wird, was passiert, dass erklärt wird, was ging hier vor sich, pro, contra, eine neutrale Sichtweise. Ausgewogen. Genau, ausgewogene Betrachtung. Da habe ich nicht das geringste Problem damit. Wenn wir auf Deutsch gesagt missgebaut haben, dann kann man ja auch sagen, die haben hier missgebaut. Wenn wir was Gutes gemacht haben, dann darf das nicht so erklärt werden wie, die haben hier was eingebracht, das ist aber in Wirklichkeit total schlecht. Sondern es soll berichtet werden, was getan wurde und was pro und was contra ist. Eine ausgewogene Berichterstattung. Und diesen Mangel auch noch in dem Sinne mit einer Zwangsabgabe zu finanzieren, und massive Beeinflussung auf die Meinung der Zuseher damit zu bewirken, das sehen wir als unakzeptabel. Also das können wir nicht länger hinnehmen und deswegen auch das von uns initiierte die Petition bzw. das Volksbegehren in dem Sinne anzustreben für die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Auch hier greife ich mein Wort nochmal auf, und zwar Zwangsabgabe. Zwangsabgabe. In Verbindung mit der Straßenausbausatzung. Richtig. Also ich verknüpfe das vielleicht jetzt unzulässig, aber man könnte es als Zwangsabgabe nennen. Auch da haben Sie in Ihrer Bewerbungsrede dezidiert dazu Stellung genommen. Ja. Das ist aber jetzt ein Anliegen, das ja plötzlich alle Parteien erkannt haben im Bayerischen Landtagswahlkampf. Richtig. Ich muss dazu ganz klar sagen, das ist richtig, das wurde erkannt. Es hat sich jetzt auch eine Partei schon damit eingebracht, das Ganze vorwärts zu bringen. In der Alternative für Deutschland, im Landesverband Bayern, war das auch schon lange ein Thema. Die Partei, die es jetzt eingebracht hat, kam uns aber allerdings damit zuvor. Das heißt, in dem Sinne haben wir den Kürzeren gezogen, was das angeht. Wir haben aber dieses Thema im letzten Jahr immer wieder auf den Tisch gehabt. Da gab es auch Anträge an Landesparteitagen dazu. Also das ist debattiert worden, das ist diskutiert worden, und wie gesagt, da war halt jetzt einfach mit der Öffentlichkeitswirksam war halt jetzt eine Partei einfach schneller. Wir haben allerdings auch gar kein Problem damit, dieses Vorhaben zu unterstützen, weil das ist auch was uns in dem Sinne auszeichnen. Wir können durchaus anerkennen, wenn andere Parteien was Gutes tun, und das ist richtig, das zu tun. Diese Straßenausbaubeitragssatzung, aus meinem Verständnis heraus, kann ich den Bürger, der sowieso schon Abgaben und Steuer belastet ist, nehmen wir mal ein Pärchen, das ein Haus finanziert, jetzt haben wir vielleicht noch zwei Kinder, das heißt, denen ihr Einkommen ist im Normalfall auch so durchorganisiert, dass das Ganze reicht für die Finanzierung des Hauses, für die Deckung des täglichen Bedarfs,
Wenn ich jetzt aber zusätzlich durch so ein Thema die Leute noch konfrontiere und sage, ich kriege von euch jetzt 10, 15, 20.000 Euro, weil wir müssen die Straßen vor eurem Haus machen, dann belaste ich diese Leute zusätzlich und zwar massiv. Das ist kein geringer Betrag und das ist für viele ist das viel Geld. Und da sehen wir uns einfach in der Pflicht, was für den Bürger zu tun und uns intelligente Lösungen zu überlegen, wie kann man das in Zukunft regeln, dass das Ganze umgelagert wird, aber auch nicht daran ausartet, dass man sagt, man baut hier Luxusstraßen oder irgendwas, was völlig am Bedarf vorbeigeht. Das heißt, es muss bedarfsorientiert gehandelt werden. Was brauchen wir, wie günstig können wir es machen und wie viel kostet es für jeden Bürger? Das ist mein Verständnis in diesem Thema. Was ich jetzt noch vom echten Bürgervertreter, so bezeichnen Sie sich ja selber, Tobias Teich, wissen möchte, ist, alle Macht geht vom Volke aus. Richtig. Auch das ein Satz aus Ihrer Bewerbungsrede. Wo sehen Sie denn das Volk sozial vertreten in der jetzigen Zeit oder wo wollen Sie wirklich den Bürger oder dem Bürger seine sozialen Anliegen, wie wollen Sie die umsetzen und kennen Sie die? Ja, also zum Ersten, das Thema, beginnen wir mit kennen, weil bevor ich was dazu sage, ich muss es ja irgendwoher kennen. Das heißt, mein Verständnis von einem Politiker sagt mir, ich brauche einen Politiker, der versteht, was geht in dem Land vor und was sind die Anliegen der Bürger und wie kann ich die politisch verarbeiten. Das heißt, dieses Schimpfwort Populist ist nur in dem Sinne blöd, indem ich das Ganze missbrauche. Was spricht dagegen, wenn ich einfach rausgehe und mich mit den Menschen unterhalte und die verschiedenen Bildungen, die verschiedenen Berufsstände und die verschiedenen privaten Situationen ein wenig durchleuchte und die Anliegen der Bürger kenne? Wenn ich da ein paar Dinge nennen darf, ich meine, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass unsere Altersrente, die gesetzliche Rente, massive Probleme hat, ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Das geht ja auch auf den Herrn Blüm zurück. Dass die Rente sicher ist, stehe ich absolut dafür. Das Einzige, das sich da in den Raum stellt, ist natürlich, wie hoch wird die Rente sein? Was Sie als bayerischer Abgeordneter aber nicht kann ich natürlich im Landtag nicht beeinflussen. Aber wir haben die Thematik auch, glaube bundesweit im Sinne des Pflegebereiches, was ich auch in meiner Bewerbungsrede ja gesagt habe. Wir können die Pflege auch in Bayern in einer gewissen Art und Weise beeinflussen. Und Thema Kindertagesstätten, Kindergarten. Da müssen ausreichende Plätze zur Verfügung stehen und meiner Meinung nach sollte man schauen, dass das Ganze kostenfrei für den Bürger möglich ist. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter mir da vorstelle, die gezwungen auch ist, vielleicht in irgendeiner Art und Weise einem Beruf nachzugehen und niemanden hat, der für ihre Kinder aufschauen kann tagsüber, dann muss das auch möglich sein, dass ihr ganzer Verdienst, den sie nach Hause bringt, wobei ganz ja da oft relativ gering ausfällt, nicht wieder dafür drauf geht, dass irgendjemand sich um ihr Kind kümmert, sondern dass die Mutter etwas hat und dass im Endeffekt das Kind etwas davon hat. Weil man muss Kindern ein bisschen was bieten und wir sehen das als Auftrag und auch als Familienförderung, dass wir in dieser Richtung was bewegen. Und das geht auf Landesebene ja durchaus. Jetzt sind Sie vorher darauf eingegangen, so in der Rolle des Kümmerers, dass Sie wollen das Ohr beim Bürger haben, wie auch immer. Es ist übrigens auch eine Geschichte, die vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es getan haben, bei den Linken, bei der PDS abgeguckt haben, weil die waren die Ersten, ja, die dadurch ja dann wirklich dementsprechende Stimmen bekommen haben, weil sie sich im Osten wirklich um die Anliegen der Bürger gekümmert haben, was sie zwischenzeitlich wieder nicht mehr tun und was sie ja vielleicht jetzt aufgreifen, weil sie sagen, okay, da ist eine Lücke, das ist keine schlechte Geschichte. Also, wenn Sie jetzt das Ohr am Bürger haben, ist das die eine Sache. Mhm. Sie hören sich das an. Wenn der Bürger aber jetzt partout mit etwas nicht einverstanden ist, was soll er dann machen? Sie meinen jetzt im Sinne von, ein Vorschlag, den wir unterbreiten, findet keine große Zustimmung? Alle möglichen Vorstellungen oder Vorschläge sind vielleicht dem Bürger nicht angemessen. Okay. Wie kann er sich denn einbringen? Also die beste Form, wie sich ein Bürger einbringen kann, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist die Elemente der direkten Demokratie zu nutzen. Wir haben in Bayern die Möglichkeit, wir haben in jedem
Land Deutschlands haben wir die Möglichkeit, Elemente der direkten Demokratie zu nutzen, Volksbegehren, einen Volksentscheid durchzuführen. Und vorher sind gewisse Themen gefallen, wo ich auch gesagt habe, in dem Sinne, wenn ich ein sehr strittiges Thema habe, verschiedene Stimmungen, verschiedene Einflüsse, dann muss ich erstmal mir ein genaues Bild über der Lage verschaffen, ich muss mit allen Vertretern sprechen und ich muss in dem Fall vielleicht auch hergehen und muss wirklich sagen, wir machen hier eine Volksbefragung oder ein Volksbegehren und handeln dann auf Volksentscheid. Es darf nicht länger über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werden, das ist mein Grundsatz in diese Richtung. Und der Bürger ist der Auftraggeber der Politiker und im Sinne des Bürgers wollen wir handeln. Und in dem Sinne möchte ich das gerne mit diesen Elementen mit einbinden. Herr Teich, ich danke Ihnen.